Und an dieser Stelle hätten wir jetzt den Contemporary von Lilian und Florian gesehen. Können wir, wie gesagt, nicht. Florian hat sich heute Nachmittag einen Muskelriss zugezogen beim Training, was sehr schade ist und was uns wahnsinnig leid tut. Auch um den Tanz, den wir jetzt gleich hätten gesehen. Der Contemporary von euch war auch fantastisch. Wir haben natürlich bei den Proben mitgefilmt und ich weiß nicht, also wollt ihr es sehen? Sollen wir euch diesen Contemporary zeigen? Nur eine kleine Erklärung vielleicht noch zum Publikum, oder Andi? Ja, wir haben am Nachmittag immer eine Kinderprobe gemacht. Eine Idee von unserem Regisseur Kurt Brongratz hat gesagt, wir proben am Nachmittag, wir laden ganz viele Kinder ein. Deswegen gibt es jetzt gleich viele mittelhohe Menschen, die sehr hoch einen Countdown zählen und dann gibt es euren Contemporary. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire. Contemporary von Lilian Klebo und Florian Gscheider. Da gibt es Blumen vom Flo für die Lilian. Pflaster drüber hoffentlich, auch auf der Seele. Ich weiß, das ist heute gar nicht einfach für euch und schier, aber in ein paar Jahren drücken wir auf Wiederholung. Vielen Dank, ihr wart großartige Kandidaten. Gute Besserung, Flo. Dankeschön. Und allen Kandidaten viel Spaß im Finale. Lilian Klebo und Florian Gscheider. Für den Contemporary hat es natürlich auch viele, viele Jurypunkte gegeben. Die Maria zeigt uns gerade 10, nämlich ganz klar von der Jury für diesen Contemporary. Es hat auch viele Punkte für die anderen Paare heute Abend gegeben. Und das schauen wir uns gemeinsam nochmal an im Jurypunkte-Endstand des heutigen Abends. Wenn es nur nach der Jury gehen würde, dann liegen auf dem ersten Platz Corinna und dann.